So Leute, wieder Tuning Talk. Ich bin bei Harmon Motors. Da ist der Hakan und der Thorsten und wir werden sie auf jeden Fall wieder ein paar Fragen zu ihrem Auto und Tuning-Werdegang fragen. Also ich bin Hakan von Harmon Motors. Ja, ich bin Thorsten von MathMap Engineering, Steuergeräteentwicklung im Wesentlichen. Hakan, erklär zuerst mal, was für ein Auto genau fährst du hier? Also das ganze Spiel basiert auf einem Audi 80 Quattro Coupé. Ist schon sehr lange in meinem Besitz, das Auto. Hat natürlich die entscheidende Änderung, dass hier kein Fünfzylinder mehr, wie ab Werk verbaut ist, drin ist, sondern ein R32 aufgeladen. Das war ja so der gravierendste Unterschied. Für Nicht-VW-Fans, R32, welcher Motor ist das? Der R32-Motor, der ist im Golf, im Bora, im A3, in vielen Standard-Serienautos drin. Und bietet einfach eine gute Basis aufgrund der Grundkonstruktion, großer Hubraum. Alles das, was man braucht, um hohe Leistung zu erzielen. Wie bist du eigentlich zu dem Audi gekommen, zu dem Coupé? Was Traumauto? Wolltest du so einen bauen oder war das so, ich hab ihn und jetzt mache ich richtig Randale? Also angefangen hat es, dass ich einen M3 hatte und von so einem S2 Coupé einfach richtig eine hinterbekommen habe und dann einfach sagte, Mensch, ich brauche auch so ein Auto. Hab's auch nie bereut. Ein Quattro-Antrieb ist immer Fahrspaß pur, garantiert. Okay. Was war so der Beweggrund, dass du wirklich so einen Step gegangen bist, ey, ich mache jetzt den Motor rein, ich gehe jetzt wirklich in die High-Performance-Klasse? Also ich bin jahrelang mit einem Fünfzylinder gefahren, circa mit 850 PS, hat riesig Spaß gemacht, gut funktioniert. Irgendwann kam der Gedanke auf, um mal wirklich über 1000 PS echte haben zu können, brauche ich einfach ein völlig anderes Konzept, mit dem ich vorgehen kann. Dein Motor sieht nicht nur sehr schnell aus, nicht nur mit einem riesen Lader, er sieht enorm aufgeräumt und sauber aus. Du hast gerade schon im Vorgespräch gesagt, ich sitze auch drinne. Wie wichtig ist bei so einem Auto auch, sag ich mal, Safety? Einmal Elektrik, einmal Karosse selber. Wird da viel dran gemacht? Extremst wichtig. Also mit einem Auto, was nicht von Grund auf sauber aufgebaut ist, sehe ich persönlich keine Chance, dauerhaft damit zu fahren. Thema Elektrik zum Beispiel muss eine ganz klare Struktur geben, einen sauberen Aufbau existieren, allein um den Strombedarf auch zu decken, den das Auto am Ende auch hat. Und das zieht sich halt auch weiter fort, dass jeder Schlauch seinen Platz hat und konstruktiv einfach genügend Raum hat für andere Dinge, weit genug Abstand hat von heißen Teilen als Beispiel und was nicht ganz unwichtig ist, dass man auch am Motor revidieren kann, dass man auch praktisch Bauteile, einzelne Gruppen ausbauen kann, weil das gehört einfach dazu bei so einem Auto, dass man viel schrauben muss. Erklär uns mal von links nach rechts, was wurde hier gemacht und was sind so die Sachen, wo du sagst, ey, das ist krass, das ist nicht oft in Deutschland, Europa oder Welt zu sehen. Also das ganze Spiel beginnt damit, dass der Motor normalerweise in den meisten VW-Modellen quer eingebaut ist. Es gibt jedoch von VW direkt den Passat und den Touareg, wo der Motor auch längs eingebaut ist. Aus dem Grund gibt es ganz ab Werk eine Adaptermöglichkeit, dass man an das vorhandene Getriebe aus dem Auto diesen Motor einbauen kann. Was für mich wichtig war, ist, dass der Motor extrem tief und flach sitzt. Und am liebsten hätte ich ihn noch weiter nach hinten verbaut, gäbe aber Probleme mit dem Getriebe und den Antriebswellen, die dann einfach schon zu schräg stehen. Einfach um die Gesamtperformance von der Gewichtsverteilung und der Vorderachse zu verbessern. Das war so mein Empfinden. Grundsätzlich ist, also ich habe jetzt in der Mitte angefangen. Ja. Es ist von links angefangen der Abgaskrümmer, der gewissen Berechnungen gefolgt ist. Dazu wollten wir ja später nochmal kommen im Detail. Wir haben hier zwei Wastegate-Dosen, die Lader-Drehzahl regeln.
Ganz links sitzt der Turbolader, das ist ein BorgWarner SX400. Das Hosenrohr, die Abgasseite und vorne die Frischluftansaugung. Hier haben wir das Saugrohr, welches verbunden ist mit dem Ladekühler natürlich und dem Turbolader, um das ganze System abzuschließen. Das mal so ganz grob die Dinge, die man so sehen kann. Okay. Turbolader riesig. Was für einen Ladedruck fährst du? Sehr variabel. Wir sind schon knapp über 3 Bar Ladedruck gefahren. Hatten allerdings so ein klein wenig ein Traktionsproblem auf normalen Straßen beim Abstimmen. Was in der Regel, sage ich mal, erreicht das Auto mit etwas über 2 Bar schon über 1000 PS. Und damit könnte man fast Brötchen holen gehen. Schnelles Brötchen holen auf jeden Fall. Definitiv, ja. Ja. Also, dann kommen wir zu Thorsten. Thorsten, du hast an dem Auto mitgewirkt. Ja, also ich sag mal, ich mache das jetzt schon so, das Zeug hier mit dem Tuning bei VW hauptsächlich und Audi schon auch so 5-6 Jahre. Und das war immer so mein kleines stilles Traumprojekt, mal einen Motor so komplett aus einer Motorsimulation zu berechnen sozusagen. Also man kann ja alles Mögliche probieren, aber probieren ist bei den Motoren in meinen Augen einfach viel, viel zu teuer, weil jeder Tod oder jeder Schaden kostet ja gleich mal eben fünfstellig oder sowas, wenn das Ding sich in einen Feuerball auflöst. Mhm. Und da hatte ich irgendwann vor 3-4 Jahren angefangen, mal zu Hause in Software praktisch Modellierung zu machen, weil ich mache das auch beruflich. Und mal zu schauen, ob man nicht so einen Motor mit den Gegebenheiten der Serie praktisch weiter so modellieren kann, dass man auch ohne viel Probieren dahin kommt, was man macht. Und da gehört eben dann eben Kolbenformen, Nockenwellen, ganze Krümmerdesign und so weiter alles dazu. Das praktisch gleich ohne Probieren so hinzukriegen, dass man es gleich fertig bauen kann. Also da wären praktisch bei mir zu Hause in der Simulation um die 100.000, 200.000 Variationen durchgerechnet und dann kann man sich genau anschauen, was davon vielversprechend ist und was nicht. Okay. Und wie können wir uns das vorstellen? Du hast Kolben berechnen lassen und dann rufst du beim Hersteller an und sagst, ich will die haben? Genau, man macht einfach, man überlegt sich, was man machen will. Im Wesentlichen ist es Verdichtung, Brennraumform, man überlegt sich die Maximaldrehzahlen. Dafür gibt es dann bestimmte Kolbenringgeometrien und bestimmte Ringnuten und sonstige, ja, konstruktive Merkmale an Kolben und dann macht man eine Zeichnung und schickt die zum Hersteller, guckt, ob man das fertigen kann, ob der entsprechende Rohling verfügbar ist, ob das Material verfügbar ist und so weiter. Der Motor hat eine Besonderheit, er hat einen sehr, sehr kleinen Kolbenbolzen, da muss man sich also auch was einfallen lassen bei den Leistungen. Er hat nur einen 20 mm starken Kolbenbolzen. Und um das robust zu kriegen, muss man andere Materialien fahren, das erfordert wieder andere Aufnahmen im Kolben und so weiter und so fort. Okay. Als ihr dann zusammengebaut habt, lief der Wagen sofort oder? Ja. Er hat sich bis auf wenige Prozent wie die Simulation verhalten. Super. Ich glaube, ich treffe das erste Mal jemanden, der wirklich gesagt hat, ich habe in einer Simulation gearbeitet. Das ist, Ja, aber das Problem ist, man will ja aus der Werkstatt fahren und nicht, er hat das ja gebaut, im letzten Jahr hat es irgendwie angefangen oder Mitte des letzten Jahres und wir wollten ja schon 2016 mit dem Auto fahren. Und das Projekt soll halt in einer endlichen Zeit, das Bauen soll fertig sein und man möchte danach halt keine Überraschungen erleben. Weil das ist zu teuer und wenn man dann wieder anfängt, alles zu zerruppen, dann sitzt man die nächsten halbe Jahre wieder da und neue Teile und probieren und hoch und runter. Okay. Es muss einfach gleich gehen, sonst ist es zu teuer. Okay. Mir wurde auch gesagt, dass du auf jeden Fall auch an der Einspritzanlage... Yep. Die Einspritzanlage ist so auch meine Schöpfung sozusagen. Ja. Das heißt, das Steuergerät... Ja, habe ich irgendwann vor 7-8 Jahren angefangen zu entwickeln im Hinblick darauf, was kann man mit solchen Autos machen. Ja. Weil es gibt so viele Funktionalitäten, die man gerne hätte effektiv in so einem Auto, die es aber jetzt bei Mitbewerbern nicht gibt und auch noch nicht gab damals. Und das war eigentlich der Grund, das mal zu machen und einfach zu spielen, was kann man alles machen, jetzt gar nicht kommerziell oder so. Das ist jetzt am Ende, mein Steuergerät verkauft, ist gut, aber der Plan war einfach, eine Spielwiese zu haben, wo man mal probieren kann, was kann ich machen. Und ich sag mal, für mich ist es zeitlich nicht machbar, so ein Auto zu bauen und mit jemandem wie Hakan zusammenzuarbeiten und sagen, da wird das gebaut, was man sich selber ausgedacht hat, ist gigantisch gut. Okay. Also, jetzt gibt es ja natürlich auf dem Markt einige Steuergeräte. Du siehst ja auch die Entwicklung der letzten 2-3 Jahre. Da kommen Hersteller auf den Markt und alles wird einfacher. Es gibt Bluetooth-Dongles für iPhone und weiß ich was alles.
Wo siehst du die Zukunft? Wie weit wird es noch gehen? Wie benutzerfreundlich wird es vor allem? Ich glaube, man muss das unterscheiden. Es gibt so zwei Bereiche. Das, was du gerade aufgezählt hast mit Bluetooth und so weiter, das ist so diese Benutzerfähigkeit für den normalen User. Der freut sich, wenn er auf dem Desktop, auf dem Tablet was sehen kann und so weiter und so fort. Aber man muss das trennen von der echten Funktionalität für den Motor, sage ich mal. Da überfordert das schnell den normalen User, der praktisch nicht Motorapplikateur ist oder der sich damit nicht intensiv beschäftigt. Und da müsste noch einiges passieren, aber ich glaube, die Komplexität von so einem Motor ist einfach so groß und deckt so viele Bereiche aus der Physik und Naturwissenschaft ab, dass das für sehr schwierig ist für normalsterblichen User, der so ein Auto bauen möchte, das zu tun. Also das wird sehr schwierig werden. Ob das sich noch durchaus verbessern lässt, keine Ahnung. Okay. Was steht als nächstes an? Sagst du, ist schon ausgereizt das Auto oder sagst du, nee, ich schmeiß nochmal die Simulation an? Die Simulation läuft immer wieder sozusagen, weil um zu gucken, ob noch was geht und ob man noch was machen kann, sage ich mal. Nächste Thema sind Nockenwellen, sind nochmal Lader-Modifikationen hier und da und dann nähern wir uns aber auch langsam dem an, was so das Ende für so eine Maschine sein wird. So, jetzt gucken wir uns mal den Innenraum an und der Hakan erklärt uns mal, was hier passiert. Also grundlegend ist an diesem Auto ja sehr viel passiert, was hier verändert wurde. Auch der gesamte Innenraum ist nicht unverschont. Das Auto ist generell auf Leichtbau ausgelegt. Das wiegt im Ganzen 1250 Kilo, das Auto. Da es nicht ganz wie eine Keksdose ist, habe ich das Auto mit einem feuerfesten Filz noch ausgekleidet, der das Auto ganz einfach mal auch ruhiger macht und man noch ein bisschen Behaglichkeit hat. Technisch fahre ich mit einem... Du hast ja echt noch ein Radio drin. Ich fahre ein Radio, ja. Und das Lustige ist, das war eins meiner ersten Radios, die ich damals hatte. Ach, das ist ganz cool. Ich habe sogar 16er Lautsprecher drin. Nein, es musste schon noch sein. Also Leichtbau ist schön und gut, aber ein bisschen... Hat auch eine Heizung. Es hat auch eine, es hat eine funktionierende Heizung, das Auto. Ich habe Fensterheber drin. Es ist noch gibt noch ein bisschen Luxus. Rein technisch... bin ich hier mit einem Dashboard unterwegs, was für mich die wichtigsten Daten überhaupt liefert, die ich überhaupt brauche. Ich habe natürlich hier meine Drehzahlanzeige, ich habe eine Geschwindigkeitsanzeige, ich sehe den Ladedruck, die Kilometer, ich sehe den Tankstand, ich sehe den Öldruck, kann wie bei einem Originalauto, das habe ich hier mir rangepinnt an den Schalter, kann jetzt meine einzelnen Screens von meinem Dashboard durchswitchen, die wiederum vom Motorsteuergerät aktualisiert werden, also es geht weiter über Benzindruck, Lambda-Wert, die Klopfregelung, inwiefern sie aktiv ist, Abgastemperatur, Wassertemperaturen, die Batteriespannung, die Zylinderfüllung und der Luftmaß. Mit alle Werte, die das Steuergerät erfasst, kann ich mir hier konfigurieren und aufs Dashboard legen. Ab parallel dazu auch noch von damit das Ganze TÜV-fähig bleibt, natürlich meine Blinkerleuchten etc. noch dran. Die sehen ja geil aus. Ne, das ist alles noch da und super. Hab noch ein kleines Lämpchen, falls mein Auto in die Diagnose fällt, weil das Auto wird komplett überwacht, stimmt ein Parameter nicht, wird sofort der Notlauf aktiviert, bevor noch irgendwas kaputt gehen kann. Dann blinkt mein Lämpchen und ich weiß, hier stimmt was nicht und weiß sofort Bescheid, was los ist. Super. Shift-Light, benutzt du das oder sagst du, ey, ich bin schon so routiniert, ich brauche das nicht mehr? Ich benutze Shift-Light, es ist so ein Reflex, der entsteht. Man hat keine Zeit, großartig irgendwo hinzugucken. Ja. Die Schaltlampen sind ganz bewusst vor allem. Man nimmt sie wahr, aber man guckt nicht wirklich hin. Ich schalte hier bei dem Auto mit einem Gearcut sozusagen. Also ich bleibe auch mit dem Gasfuß komplett auf dem Gas stehen und berühre eigentlich nur die Kupplung. Die Zündung wird kurz unterbrochen und ich lege den nächsten Gang ein. Und bei der Action beim Fahren hat man keine Chance. Man muss einfach nach vorne gucken, was da vorne los ist. Und man sieht sie und man bekommt das mit, aber man achtet nicht mehr wirklich drauf. Man hat keine Zeit dafür. Ja, super. Also ich bin echt vom Innenraum auch beeindruckt. Das ist auf jeden Fall, ich kenne manche Showcars, die sind nicht so sauber und aufgeräumt, hä? Ja, es ist schwer, da so Mitte zu finden. Ich habe viele Ideen, noch viele Ansätze, die ich noch schöner machen möchte, aber es ist auf jeden Fall erstmal funktionell und clean, das war mir schon wichtig. Scheiben sind auch aus Makrolon bei dir, ne? Genau. Ich will da gar nicht doll drücken.
Ja, jetzt, wenn wir uns schon ganz angucken, ich sehe gerade, ich feiere immer diese ganz kleinen Batterien. Also ich bin vom Skyline schon gewohnt, dass die Batterie sehr, sehr klein ist. Mhm. Aber was man bei euch manchmal sieht, ist echt heftig. Ja? Also die werden... Ja, naja, du, wofür brauche ich die Batterie? Ich brauche sie nur... Zum Starten. Ich brauche sie nur zum Starten. Ja. Danach ist es völlig wurscht. Also klar kann man damit nicht eine Stunde auf die Freundin warten und Musik dabei hören. Das wird sie nicht lange mitmachen, aber zum Anstarten, alles gut, reicht die locker aus. Zum Thema noch, weil ich gerade hinten sehe, Treibstoff. Was fährst du? Fährst du E85 Ethanol oder doch Rennsprit? Und wie sieht die Zukunft gerade in Deutschland mit E85 aus? Also ich fahre bei Veranstaltungen mit E100. Okay. Das ist halt nochmal... rein Ethanol, oder? Genau. Also Bioethanol mit 100% sozusagen. Und fahre auch auf Straße mit Super Plus. Okay. Hab die Möglichkeit, mal wieder durch die Steuerung, kann das per Knopfdruck eigentlich umstellen, das Auto von Sprit auf E100 oder 85, was auch immer. Und bin da eigentlich unabhängig vom Sprit. Weil das Problem mit E85 ist, wie wir alle wissen, es gibt kaum mehr Tankstellen, die es führen. Jedenfalls Berlin-Umgebung gibt es noch vereinzelt und immer weniger. Das heißt, ich fahre auch 1000 PS mit Super Plus. Ja. Das ist kein Problem. Für die ganz hohen Leistungen und hohe Beanspruchungen fahre ich damit E100. Okay. Wie sieht es bei dir aus mit Benzinpumpe, Benzinpumpen? Was für ein System fährst du da? Ich fahre auch das neue System. Das ist ja eigentlich praktisch an dem Auto entstanden von Thorsten Möhring. Ja. Das ist ein Benzinpumpenpaket aus drei Benzinpumpen, die jeweils für sich auf Benzin ca. 700 PS leisten würden. Ja. Durch den höheren Bedarf beim Ethanol muss man das natürlich kleiner berechnen. Und es sind drei Pumpen, die sind auch jetzt am Anschlag. Man könnte fast ein vierter einbauen. Und die werden aber durch das Benzinpumpensteuergerät geregelt. Das heißt, wenn ich im Leerlauf bin, drehen die Pumpen. Drehen die Pumpen alle drei ganz mit einer kleinen Drehzahl. Ja. Gehe ich voll ans Gas, gehen sie adaptiv mit hoch, mit dem steigenden Bedarf an Sprit, drehen auch die Pumpen höher sozusagen. So klar, man muss natürlich aufpassen, gerade wenn drei Pumpen alleine arbeiten, wenn die auf Vollgas arbeiten, dann bekommt man den Sprit eigentlich vorne am Regler schon gar nicht mehr vorbei. Ich fahre zum Beispiel einen Original-Spritregler, weil der einfach sehr präzise ist. Wäre einfach unmöglich, mit drei Pumpen ohne Pumpenregler zu fahren. Wäre gar nicht möglich. Ich habe natürlich noch ein paar Vorteile. Mein Sprit wird nicht so warm, weil die Pumpen einfach nur so schnell arbeiten, wie sie es auch müssen. Und da sind einfach die Vorteile, die man heutzutage mit dem Technikstand einfach mitnimmt. Und wenn man einen Entwickler so dicht bei sich in Berlin hat, muss man einfach zugreifen. Wie sind die Temperaturen? Wie regelst du das? Ich sehe immer wieder Auftreffen, immer mehr Leute mit Trockeneis und sowas alles. Bei dir ist es nicht der Fall, oder? Nein, ist nicht notwendig. Wir haben mal ein bisschen den Leerluftkühler bei dem letzten Event ein bisschen mitgekühlt, mit ein bisschen Wasser ansprühen und sowas. Es gab, glaube ich, eigentlich keinen wirklichen echten Vorteil, weil die Luftmassen, die da durchgehen, sind so groß, dass wir das darüber eh nicht kühlen können. Von daher... ist das nicht notwendig. Wir haben entsprechend große Kühler eingebaut. Der Laufkühler ist riesig. Geht von dem linken Scheinwerfer bis zum rechten halt, wie man das halt so kennt. Die anderen Wassertemperaturen als Beispiel haben wir uns ein eigenes Wasserkreislaufsystem ausgedacht, was wir im letzten Event getestet haben. Wir fahren mit 90 Grad am Start los und kommen mit 85 Grad am Ziel an. Also das super. Ist perfekt gewesen. Wir sind deshalb so heiß auf das nächste Event und wollen einfach das Auto mal komplett auslasten. Perfekt. Ja, und wenn ihr mal sehen wollt, wie warm so ein Auto werden kann, da unten ist der Link zu einem Video, was der Hakan gepostet hat, wie sein Krümmer anfängt zu glühen. Also das war auf jeden Fall bei uns ein Highlight, haben wir uns gut oft reingezogen. Achso, ja, das ist gut echt gewesen. Gut. Ja, ich habe einfach meine Kamera versenkt, das war cool. Thema Getriebe, Kupplung, was fährst du da? Ich fahre ein Tilton Kupplungspaket mit einer speziell angefertigten Schwungscheibe und einem speziellen Anlasser. Gibt da verschiedene Ansätze. Ich bin sehr zufrieden mit der Kombination. Das Getriebe ist völlig original. Erst zwei Technik, wie es aus dem Werk kam. Okay. Es ist bisher noch nichts verändert worden. Es gibt ein anderes Getriebeöl, was wir verwenden.
eine spezielle Mischung, womit wir noch ein bisschen Haltbarkeit reinbringen. Ansonsten ist der Antrieb Serie, weil das Auto nicht auf der Viertelmeile eingesetzt wird, sondern nur auf Hochgeschwindigkeitsveranstaltung. Also das ist halt auf jeden Fall nicht so ein Materialmod wie Viertelmeile, ne? Nein, nein. Also da schont definitiv das ganze Auto. Wenn man sich die Viertelmeile-Autos mal genau anschaut, wird man schnell feststellen, dass kein Spaltmaß irgendwo stimmt. Und das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich finde es auch zu schade, das Auto da zu quälen. Ich weiß genau, wenn ich da auf der Viertelmeile stehe mit richtig Slicks, fliegt der Antrieb alle zwei Starts auseinander. Da habe ich keine Lust drauf. Das können gerne andere machen, die das gut finden. Es ist nicht meine Welt. Ich finde das einfach ein bisschen Materialvernichtung. Ja. Das ist nicht mein Ding. Hakan, sag mal, der Step dann über diese 1000 PS, wie war das? Also was war das auch für ein Gefühl? Ich kann selber von mir behaupten, als ich das erste Mal ein Auto mitgefahren bin, wo dann wirklich diese 1000 PS auch da standen und auch gefahren sind, ich glaube, so zwei, drei Tage war einfach mal, ich hatte keinen freien Gedanken, weil das ist halt, das ist wirklich ein Erlebnis. Das ist gigantisch. Also, mitgefahren ist man bestimmt bei vielen Autos mal. Ja. Manche gehen wirklich gut, manche gehen weniger gut. Als ich das erste Mal 1000 PS hier abgerufen habe, war für mich selber zurückversetzt wie ein kleines Kind und habe mir gekichert im Auto. Und dachte mir nur, wie unklar ist das eigentlich, welche Meter, in welchen Zeiträumen man fahren kann. Es ist unvorstellbar gewesen. Auch diese gesamte Charakteristik von dem Motor. Also ich fahre auch sehr gerne auf Rennstrecken. Wir haben ja den Lausitzring nicht weit von uns und fahre einfach zum Spaß. Auch wie dieser Motor am Gas hängt. Ist dieses Jahr auch noch geplant auf jeden Fall. Okay. Da einfach ein bisschen Spaß haben. Ist jetzt vielleicht nicht das Top-Rundstrecken-Auto, aber es wird auf jeden Fall einfach just for fun tierisch Spaß machen. Und allein aus dem Grunde, weil der Motor dermaßen gut am Gas hängt, ein riesen Drehzahlband hat. Wir haben ein verfügbares Band von ungefähr 4.500 Umdrehungen bis knapp 9.000 Umdrehungen haben wir zur Verfügung. Ich glaube, diese Range hat kaum einer auf der Straße. Und also mit der Leistung auf jeden Fall. Ja, das ist völlig unklar, wie bei so frühen Drehzahlen dieser Turbolader anspricht und Druck entwickelt. Das ist absolut genial und es macht mir jeden Tag aufs Neue Freude, wenn ich ins Auto steige, mal fahre. Geht aber eigentlich auch nur in Verbindung mit einer Symbiose, wie mit dem Thorsten zusammen, dass wir uns hier zusammenhocken und sagen, ich habe die und die Pläne, ich will das und das erreichen. Wie kann ich das erreichen? Da kommen einfach seine Erfahrungen zum Tragen, es kommen meine Erfahrungen zum Tragen, wie ich konstruktiv Sachen erledige oder baue. Und ich bin da völlig zufrieden über dieses Auto und das gesamte Motorkonzept bisher. Mhm. Du hast ja dieses Jahr schon für Aufsehen gesorgt, gerade bei Racer 1000 auf jeden Fall. Das Auto hat super abgeliefert. Was sind so die nächsten Ziele? Gibt es die schon im Kopf? Ja, da wir natürlich auch einer kleinen Entwicklung unterliegen. Das Auto ist, wie gesagt, im Winter 2015 entstanden. Ist auch die ganze Zeit, also mit dem Saisonstart auf der Straße gewesen und mit dem ersten Race 1000 Event haben wir festgestellt, in welchen Punkten noch Verbesserungsbedarf überhaupt existiert. Daraufhin wurden zum Beispiel noch spezielle Nockenwellen hingebaut, die jetzt leider erst verfügbar sind. Das heißt, wir würden uns freuen, wenn es noch ein viertes Event gäbe, wo wir nochmal das ganze Potenzial vom Auto abrufen können. Da hätten wir echt Lust drauf. Okay. Ansonsten, wenn der alles hergegeben hat, was schwebt dir im Kopf vor? Schwebt schon was im Kopf? Was wäre so für dich interessant, wo du sagst, auf so ein Auto hätte ich nochmal Bock, das war vielleicht ein Jugendtraum oder sowas? Also ein Jugendtraum, da gibt es verschiedene Jugendträume. Ich liebe Eugel gerade noch mit einem V8, einem Ford Modular Motor und das Ganze in einer Cobra. Das wäre so mein, das wäre mein Endfahrzeug und dann würde ich damit weit über 2000 PS mal rumspielen. Aber da steht noch ein bisschen in den Sternen. Das muss auch gut geplant sein und gut natürlich mit einem Fahrplan erst passieren, sonst macht das also auch gar keinen Sinn. Ja. Ist auch noch auf dem Geld, der drauf geht. Das darf man nicht vergessen. Wir sind gerade beim Thema Geld angekommen.
Die Leute schmeißen gerade in den letzten, sag ich mal, anderthalb Jahren ist es so geworden, gerade YouTube-Bezeichnung, 1000 plus PS, 1000 versus 2000 PS. Erzähl mal den Leuten, die, sag ich mal, mit sowas rumschmeißen, damit die Leute auch mal wissen, wie schwer ist es, einmal technisch und einmal natürlich auch finanziell, so ein 1000 plus PS Auto, weit plus PS Auto, am Leben und rennfähig zu erhalten. Also damit triffst du den Nagel auf den Kopf. Ist man nicht fähig, mit seinen eigenen Händen etwas zu bauen, wird das Ganze schon mal nur deshalb teuer, weil man das abgeben muss. Mhm. Ist man jetzt so ein bisschen nicht mit ganz zwei linken Händen ausgestattet, kann man vieles natürlich selber machen. Man sprengt aber mit halbwegs haltbaren 1000 PS weit, also den fünfstelligen Bereich, ich will das nicht genau beziffern, aber das geht schnell tierisch ins Geld. Ja. Es ist dann auch noch nicht getan, wenn das Auto dann mal fährt und auch die Leistung hält. Es gehört eine Menge dazu, man muss das Auto wirklich eigentlich nach jeder Veranstaltung checken. Es fängt an mit einer Achsvermessung, das Öl ablassen, den Filter checken, vielleicht eventuell den Motor unten öffnen, Kompressionen prüfen. Kleinste Anzeichen müssen genau geprüft werden und man muss da auch ein Gefühl für haben. Wenn man da leichtsinnig rangeht, dann gehört das Auto nicht in die Hände, meiner Meinung nach. Was bist du mit dem Auto offiziell jetzt schnellste VMAX gefahren und was für eine Zeit? Schnellste VMAX auf der Veranstaltung war bei der zweiten. 312. Genau, 312 km/h sind wir da gefahren. Ja. Das Video haben wir, glaube ich, ja genau, das Video blenden wir ein. Okay. Das haben wir auf jeden Fall. Das waren genau 312. Da wäre noch ein bisschen Luft gewesen. Ich wollte es mir aber aufheben für die nächsten Veranstaltungen und noch ein Tüpfelchen draufsetzen. Ja. Leider sind die GTRs oder der eigentliche GTR, den ich hätte kriegen wollen, nicht mehr im Betrieb. Aber wir haben noch Paul als Beispiel vom Materialmord, ja. Kennt man ja auch. Der hat ja auch gut hingelegt diesmal. Auf jeden Fall. Wichtig ist auch zu erwähnen für die Zuschauer, diese 312 sind VMAX auf 800 Metern. Ne? Genau, auf 800 Metern, klar. Genau. Also es ist aus ein stehender Start, 800 Meter, wobei man den Start als Start nicht so richtig zählen darf. Wir fahren relativ gemütlich los und fangen erst ab dem zweiten, dritten Gang an, Vollgas zu geben. Ja. Also das Auto habe ich auch rein softwareseitig begrenzt im zweiten Gang, weil es einfach keinen Sinn macht. Es dreht einfach durch. Wie wichtig ist auch die Strecke? Und was ist deine Lieblingsstrecke, die du bisher gefahren bist? Also ich bin da relativ neutral. Also ich fahre, wie gesagt, einen Quattro-Antrieb, fahre bewusst ohne Sperren. Das Auto fährt sich wie von der Linie gezogen. Es ist super kontrollierbar. Ich bin nicht ganz so abhängig wie andere von der Strecke. Ich kann eigentlich überall fahren. Ich kann überall fahren. Und hast du eine Lieblingsstrecke, wo du sagst, ey, da macht es immer Spaß, da fahren wir gerne hin? Also Magdeburg fährt sich echt gut. Ja. Bin ich sehr zufrieden. Das ist halt eine glatte Bahn. Neu-Hardenberg im Vergleich ist halt doch sehr wellig. Die Fugen sind doch sehr hart und sehr groß. Ja. Gibt hier und da ein bisschen Unruhe ins Fahrzeug. Wobei das Fahrwerk hier auch top ist. Aber wie gesagt, also Magdeburg fährt sich echt super. Gibt überhaupt keinen Stress dort. Okay. Dann jetzt nur noch eine Sache, damit ein lustiger Abschluss ist. Was war dein erstes Auto? Ein Golf 2 TDI mit selbstgebautem Ladekühler. Aber. Hättest du damals gedacht, dass du ein paar Jahre später auf jeden Fall so ein Geschoss, eins der schnellsten Autos Europas wärst? Auf gar keinen Fall. Nein, auf gar keinen Fall. Also das ist auch ein kleiner Traum von mir, auch das in der Form zu erfüllen. Ich mag es schlicht von außen. So schlicht, wie ich es nur konnte, habe ich es versucht zu bauen, das Auto von außen. Und ist auf jeden Fall der eine Traum schon in Erfüllung gegangen. Vielleicht habe ich noch einen anderen Traum. Mal gucken. Okay. Das war's auch schon. Deine letzten Worte, Grüße, Danksagung oder was auch immer. Ja, vielen Dank. Geht auf jeden Fall an Thorsten, der auf jeden Fall immer mit dabei war bei dem Auto. Bei sämtlichen Problemlösungen und bei, sei es Kleinigkeiten, und auch Antrieb, den er mir eigentlich auch gegeben hat, weil das Konzept für mich von Anfang an stimmig war und auch Sinn ergeben hat und das mir auf jeden Fall Antrieb gegeben hat, das Auto schnellstmöglich zusammenzubauen.
Grüße noch an JS Performance, der mich unterstützt mit Teilen, Flanschen und Kleinteilen. Und ja, Jungs, fahrt vorsichtig, das ist noch meine einzige Message. Macht keinen Scheiß auf der Straße. Das waren jetzt 30 Minuten geballte Tuning Talk Power mit Hakan und Thorsten. Ich glaube, das Interessanteste wurde gesagt. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie in die Kommentare und wir leiten sie weiter. Wer das Auto von Hakan in Action sehen will, der hat die Möglichkeit auf jeden Fall in unserem Race 1000 Video dieses Auto zu sehen. Es geht auf jeden Fall mächtig nach vorne. Ja, hinterlasst ein Abo, ein Like, verteilt dieses Video. Wir machen uns dann auf den Weg. Bald gehen wir auf Deutschland-Tour, können wir schon mal sagen. Deswegen schreibt uns hin, wen ihr unbedingt sehen wollt. Ob hier bei YouTube oder bei Facebook, egal, denn dann halten wir da auch an und berichten darüber. Ansonsten checkt unsere anderen Videos. Viel Spaß und bald heißt es wieder Race City.